An mehreren Stationen stellt Keller ihre Begegnungen in Fechter mit theatralischen Mitteln vor. Ihr Pferd mit V, ja, spielt dabei wieder eine wichtige Rolle. Der Gang endet beim Haus der Jugend, schreibt die Stadt in ihrer Einladung. Seit Anfang April erkundet Iris Keller Fechter mit ihrer Handpuppe Pferd mit V. Die 29-jährige Künstlerin hat als aktuelle Artist in Residence viele Menschen kennengelernt, Videoclips gedreht und Blogbeiträge geschrieben. Iris Keller und ihr Pferd mit V sind einem Berufsfahrer, einer 92-jährigen Dichterin und einem Geschäftsmann begegnet. Sie haben sich alte Kutschen angesehen, Basketball geguckt und sind durch die Innenstadt getrabt. Keller verarbeitet die Erlebnisse unter dem Oberthema Vielfalt und Wandel, Fechter und die Mobilität in Video- und Wortbeiträgen. Zu lesen sind diese auch in der OV. Okay.